Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Präsentation How can event organizers design their social media plan based on the principles of event design? Ich bin Irina und meine Kollegin Natalia Zaremba und wir werden mit euch die nächste Stunde über the principles of event design sprechen und wie man kann das in Social Media, auf Social Media so integrieren und implementieren. Wir haben diesen Vortrag ursprünglich auf Englisch vorbereitet, aber jetzt machen wir das trotzdem auf Deutsch und deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt, weil Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Auch ja. Nicht meine. ich bin Irina Graf, ich bin die Gründerin von der MICE-Blog, ist eine Blog für Event-Organisatoren, die internationale Veranstaltungen organisieren und spreche über Trends, MICE-Destinationen, Location und einfach Education für die Event-Planners. Ich habe auch eine eigene Veranstaltung, sie heißt Event Planners Talk und wird nächstes Jahr in Bern in der Schweiz stattfinden. Und jetzt möchte ich das Wort Natalia geben, dass sie sich vorstellt. Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Wie gesagt, mein Name ist Natalia Zaremba. Ich wohne in Zürich schon seit 9 Jahren. Eigentlich mein Hintergrund ist Sales und Marketing. Wieso bin ich heute da? Wieso hat mich Irina so heute eingeladen, auch an diesem Vortrag teilzunehmen, Online-Präsenz? Ich mache Sales seit über 20 Jahren. In der letzten Zeit, vor allem in der Schweiz, habe ich gemerkt, dass man halt mit einer gewöhnlichen Präsentation, mit den gewöhnlichen Sales Calls, mit den Maßnahmen, die wir schon seit Jahren machen, dass man eigentlich nicht weiterkommt. Meine Erkenntnisse waren, dass man halt diese Präsentation ein bisschen anders übertragen kann, dass man auch mal die Online-Präsenz dazu nutzen kann. Meine Theorie habe ich an einem Online-Kurs an der Cornell University bestätigen lassen. Ich habe auch mal so ein Zertifikat in Hospitality Digital Marketing gemacht und seit einem Jahr habe ich meine Firma gegründet, ursprünglich halt als Beraterfirma für kleinere Eventfirmen oder für die Hotels, Räumlichkeiten, dass man für sie Online-Marketing macht und inzwischen nach einem Jahr bekomme ich mehr und mehr Anfragen von den Firmen, die auch Interesse haben, auch mal die Location-Suche durch mich jetzt mal so halt zu veranlassen. Das ist mal kurz. Entschuldigen Sie uns jetzt, wir haben so die ganze Terminologie heute auf Englisch gemacht. Wenn da ein Wort oder das andere nicht so richtig und gleich halt so ad hoc übersetzt wird, dann bleiben wir halt mit ein paar Terminologien halt so ein bisschen so im Englischen, so ein bisschen um Verständnis bitten wir. Okay, dann starten wir gleich mit den Fragen. Ich fand das sehr interessant vorher bei der Präsentation von Gerrit, der hat sehr viel über Visualization gesprochen, Visual Thinking zum Beispiel. Und Social Media geht sehr viel über das Visual, Bilder und Videos. Und wir kommen gleich dann über die Hauptplattformen, Social Media Plattformen sprechen, wo man sich präsent zeigen kann und neue Kunden finden und mit die existierenden Kunden auch diese Beziehung wirklich zu verstärken. Und Natalia, ich möchte dich fragen, welche Plattformen denkst du, sind die wichtigsten für auf Englisch? What platforms do you consider the most important to showcase the principles of event design before, during and after the event? Ja, jetzt mal so, wenn wir auch mal so ein bisschen zurück, der Vortrag von Gerrit, der war auch mal sehr hilfreich. Das ist, sag mal, so ein paar sehr gute Einblicke hat sie gegeben. Auch mal so von meiner Erfahrung im Sales habe ich immer so von diesen 3 Phasen gesprochen. Vor dem Event, während des Events und nach dem Event. Genauso widerspiegelt er sich das Ganze halt auf die Eventdesign. Und genauso muss man das übertragen auf die Online-Plattform. Wenn wir auch mal so, wenn ich euch auch mal so ein paar Tipps gebe, wie ich halt so mit der ganzen Vermarktung starte und wie ich das als roten Faden durch die ganze Online-Präsenz mal durchziehe, das ist immer das Ziel des Events. Das ist das Erste und das Letzte. Es bleibt halt vor dem
Event, während des Events und nach dem Event. Meine stärkste Form, die ich bis jetzt gefunden habe, ich meine, ich bin halt so nicht so Lifestyle-Influencer mit 100.000 Followers, mit Billion Followers und so weiter. Mein Instagram-Account aber fängt jetzt mal langsam an zu funktionieren, indem halt meine Stories auch mal durch die großen Hotelketten so weitergeteilt werden, nämlich auch Aufträge bekommen und so weiter. Und ich versuche das halt auf Instagram sehr stark zu visualisieren. Eigentlich das, was ich früher mal, so wo wir auch mal Sales-Termine für eine Stunde oder zwei Stunden bekommen haben, heute, wo wir 15 Minuten bekommen, oder, für einen Sales-Termin. Wie kann ich also die ganze Geschichte, die ganze Präsentation, diese 15 Minuten reinmachen? Was ich mache auch sehr stark durch die Visualisierung. Ich mache meine Kunden aufmerksam, dass sie halt auf meinem Instagram-Account auch mal die ganzen Stories verfolgen können, dass die ganzen Events verfolgen können, dass die ganze Visualisierung mittels der Stories und mittels halt Images mache. Dazu schreibe ich natürlich einen Content und versuche überall das zu posten. Bis jetzt, Instagram-Account hat es bei mir sehr gut funktioniert. Was ich aber halt in der letzten Zeit entdeckt habe, wo ich auch mal sehr viel jetzt mal so, wie soll ich sagen, addicted werde, so abhängig werde, das ist auch mal das LinkedIn. Und das LinkedIn, was ich euch verraten kann, das ist ja bis jetzt, das ist das billigste, die billigste Online-Plattform, die es gibt. Es wird aber nicht lange dauern. Und das sind halt so die ganzen Contents, da muss man auch mal, muss man anschauen, welche Inhalte können wir in, auf welche Plattform auf besten einfließen lassen. Da werden das vielleicht mal doch so ein bisschen ausführlich eingehen. Jetzt mal auf die ganzen Plattformen, zum Beispiel Irina ist sehr stark auf Twitter, macht das sehr gut und das, was ich da sehr, sehr schön finde, das ist auch mal so sehr stark dieser Begriff, diese Begrifflichkeit von der Community. Ne? Mein letzter Slogan ist, dass halt die Konkurrenz von gestern ist die Community von heute. Sprich, man muss eigentlich auch mal mit den Konkurrenten heutzutage sehr gut zusammenarbeiten können. Vielleicht mal dazu kann Irina etwas sagen, oder? Ja, also noch kurz zum Instagram. Instagram ist auch sehr, sehr wichtig für mich, weil ich weiß, alle die jüngere Generationen sind auf Instagram zum Beispiel. Und wenn ich bei meinen Analytics anschaue, die Hauptpublikum ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Und das sind die auch die Entscheidungsträger, die auch die Locations und die Veranstaltungen in den nächsten Jahren buchen. Aber Instagram ist nicht das wichtigste Plattform für mich. Eigentlich, das ist Twitter. Und ich benutze Twitter seit 2011. Und ich muss sagen, dass ich habe meine gesamte Community und mein gesamtes Geschäft wirklich dank Twitter gebaut, weil ich habe in 2014 habe ich einen Twitter-Chat angefangen. Das heißt, ich mache das Chat hier einmal pro Woche, eine Stunde. Und da, ich habe einen Hashtag, der heißt EventProfStalk. Und da stelle ich 6 Fragen in dieser Stunde und dann kann jeder Teilnehmer einfach beitragen und da kommt dieses Engagement. Und Twitter ist für mich Nummer 1, dann Instagram Nummer 2 und dann LinkedIn ist auch sehr wichtig. Ja, und wir möchten das vielleicht euch fragen, wer ist hier auf Instagram? Wer hat einen Instagram-Account? Und Twitter? Also ganz wenige. LinkedIn? Yes. Ja, und wir wollen wirklich, dass ihr auch mit uns so teilnehmt in dieser Diskussion und von heute vielleicht auch so engage und sharing. Also die Hashtags von heute sind meist Branchentreff, Event Design und Event Profs. Und jetzt, als wir über Hashtags sprechen und Event Design und ich habe vorher mit Natalia gesprochen und wir haben uns das Event Design Hashtag auf Instagram angeschaut und da kommt das ganz andere Bild, als wir jetzt gerade von Gary gehört haben und vielleicht Natalia, willst du etwas dazu sagen? Ja, das ist halt, das war mein Homework, nachdem Irina mich eingeladen hat zu diesem Talk. Habe ich mich auch natürlich gründlich vorbereitet, so durch die ganze Begrifflichkeit vom Design, was bedeutet Design, was ist Event-Design und das ist eigentlich der Witz, der Hauptwitz für mich war, wenn ich halt so Hashtag Event-Design auf Instagram, wenn er das erstmal probiert und das einführt, dann wird er sehen, das ist einfach, sind über quasi circa 2 Millionen Posts auf Instagram, Event-Design,
Es handelt sich aber hauptsächlich um die Hochzeitsdekoration. Sprich, auch mal so der Begriff Event Design ist halt so unserem Auditorium. Ich meine, es auch mal Hochzeitsplaner sind auch Eventplaner letztendlich. Und der Begriff ist denen gar nicht bekannt, oder? Und das ist, als ich das aufgemacht habe, habe ich gesagt, oh mein Gott, wir haben eigentlich so die ganze Welt vor uns. Wir können jetzt mal anfangen, Pioniere werden, wir können erfolgreich werden, wir können da sehr viel ändern, oder? Und so mit diesem Event-Design, das ist natürlich, und da habe ich auch mal so geschaut, was ist Design, oder? Wir stellen uns jetzt mal heute auch mal alle so vor, Design, es ist Live-Design und es ist... auch mal so vom Begriff her, Design bedeutet der Plan oder die Zeichnung, oder? Dass man halt macht, um halt das Ganze zu planen, oder? Das hat mit den Eventdekorationen oder von diesem Anteil gar nichts zu tun, oder? Und das ist, ja, das ist einfach so. Auf LinkedIn sieht das auch nicht viel besser aus. Wenn Sie das auch mal Hashtag auf LinkedIn einführen, habe ich auch gecheckt, da kommen auch leider sehr viele Hochzeitsdekorationen raus. Das ist ja unsere halt Situation heute, unser Lager. Ja, und ich glaube, nach heute können wir das ändern und mehr posten. Und wenn wir das Hashtag Event Design verwenden, dann können wir das auch richtig verwenden und über Event Design, der richtige Event Design sprechen. Und ja, also, als wir gerade gesprochen haben über verschiedene Plattformen, LinkedIn, Instagram und Twitter und Facebook. Ja, hauptsächlich. Ja. Also, wie findest du das? Der richtige Content für die richtige Plattform, weil auf LinkedIn kannst du nicht das gleiche posten wie auf Instagram. Wie weißt du das? Wie kriegst du den Content? Das ist natürlich ein bisschen Beobachtungsvermögen, gehört auch dazu, dass man auch mal so ein bisschen schaut, was wird auf diesen Plattformen gepostet und welchen Inhalt und welche Züge hat es. Und es wäre auch mal zu schade, dass den gleichen Inhalt, das gleiche Content auf gleichen Plattformen zu posten. Ihr habt viel, viel mehr zu sagen, oder? Und das ist, wenn wir jetzt mal so jede Plattform eine nach der anderen anschauen, wenn wir LinkedIn anschauen, wir sind halt vom Inhalt her, natürlich, wir haben auch mal mit ganz offiziellen Posts angefangen, das war halt sehr, sozusagen, sehr konservativ am Anfang und hat nur für die Karriere, Lebenslauf, nächsten Schritt, Karrierenschritt. Jetzt mal, wenn wir die Wandlung uns anschauen, die Wandlung ist auch mal, LinkedIn ist auch mal viel entspannter geworden vom Inhalt her. Das ist ja natürlich halt der Hauptinhalt. Das hat Education, das ist Ausbildungszweck. Dann ist es auch mal sehr stark, vor allem, ich habe es gesehen, sehr viele Aussteller sind die Hotels. Das ist auch mal, dass man auch etwas zelebrieren kann mit dem Team, dass man die Mitarbeiter da vorstellen kann, dass man auch mal diese persönliche Bindung mit dem Audience oder mit dem Publikum, mit der Zielgruppe kreieren kann. Und dann informativ. Und das ist auch mal sehr, sehr wichtig, was ich jetzt mal in der letzten Zeit beobachte, dass man da auch mal bei allen diesen Posts, dass man auch mal in jeder Post, das muss man auch mal im Hintergrund behalten, das muss Mehrwert für die Gesellschaft haben. Nicht nur für Sie jetzt mal, für die Firma, die Organisation, Sales, müssen Sie halt sich immer hinterfragen, was will ich mit dem Post, was will ich der Gesellschaft, was will ich da verbessern, was Kleines, oder was will ich jetzt mal mit der Gesellschaft teilen? Ich habe das und das gelernt. Wenn wir jetzt mal nach unserer Veranstaltung, wo wir sehr praktisch sind, wenn wir nach Hause gehen, was posten wir, ne? Wir sehen jetzt mal meistens die Post auf LinkedIn, I'm honored, I'm grateful. Und da siehst du halt so einfach so, steht ein Foto, sie sind irgendwo halt so in dieser Veranstaltung, stehen da grateful, thankful, wunderbar, habe ich nichts dagegen. LinkedIn aber hat heutzutage noch diese Kraft, dass wenn man das liked, dass sie das ganze Netzwerk von euch, ne? Das ist einfach die Post. Und dann kriegen sie das auf ihr Feed auch mal Post und dann denken sie, hey, das würde mich interessieren, worum handelt es sich? Und das ist auch mal, es wäre schade, das nur grateful und thankful zu sein, oder? Muss man auch mal, was ich jetzt mal beobachte, ist auch mal sehr wichtig, dass man auch auf dieser Plattform, dass man da schreibt, was ist dein Takeaway?
Was hast du da gelernt, oder? Was ist das Ergebnis von dieser Veranstaltung gewesen? Ist es der Austausch mit deinen Kollegen gewesen? Hast du jemanden kennengelernt? Möchtest du die Konkurrenz vorstellen? Musst du deine Destination mehr in den Vordergrund rücken? Oder hast du auch mal so eine gewisse so fachliche Information da als Essenz extrahiert? Und solche Sachen kommen halt, ist es LinkedIn, oder? Wenn wir Instagram besprechen, das ist genau das, keiner hat heutzutage Zeit, die Romane zu lesen, oder? Früher mal haben wir so Zeit gehabt, so die fachlichen Artikel zu lesen, 10 Minuten. Heutzutage ist das, man macht das so, ne? Man blättert durch. Und heutzutage muss man versuchen, in einem Bild halt etwas so aufzufangen, so praktisch deine Story aufzufangen, die Geschichte, irgendwelchen Zusammenhang. Und das ist sehr wichtig, dass man auf dieser Plattform, Instagram-Plattform, dass man im Feed ist, dass man das auch mal zeigt. Ja, das ist die Story und das ist mein Message, Capturing Message. Das ist das, wie ich das halt korrespondiere, mein Image, mein Bild und mit der Botschaft hinterher, oder? Und da gibt es auch mal die Geschichten und über diese Geschichten heutzutage, ich habe auch ein sehr schönes Zitat gefunden heute, das ist die Fotografie, ist es eigentlich das Mittel, eine Story zu kreieren, wo ich mit den Worten durchfalle, wo ich also keinen Erfolg habe. Dann habe ich die Fotografie dafür und ich glaube, Visualisierung wird mit dieser schnelllebigen Zeit wird mehr an Bedeutung nehmen. Die Visualisierung, dass man hat einfach versucht, mit dem Bild die ganze Geschichte zu erzählen. Das ist Instagram. Facebook ist eine Geschichte, das ist, viele von meinen Kunden sagen, meine Zielgruppe ist auf dem Facebook, ne? Das ist nach wie vor. Instagram weniger, kommen jetzt mal so, wenn wir über die Altersgruppe noch sprechen, aber hey, meine Käufer, die sind älter, oder? Die sind noch nicht so halt auf Instagram, auf LinkedIn, sie sind meistens auf Facebook. Facebook, man kann auch mal so ähnliche Inhalte, finde ich, posten. Das ist natürlich auch mal weniger Mittel, so um eine Story zu posten, geben. Aber man kann einfach so informative Inhalte sehr gut posten und mit den Images, mit den Fotografien das korrespondieren lassen, wenn ich über das Facebook spreche. Wobei, wenn man Facebook noch, ist, das finde ich auch mal strategisch sehr wichtig, wenn man die Zielgruppe auf Facebook heute hat, man muss mal auch an die Zielgruppe von morgen denken. Und das ist auch mal so halt sehr wichtig, dass sie den Faden finden, halt ihre Zielgruppe langsam auf Instagram zu bringen. Ja, sehr spannend, sehr interessant. Also, Picture Worth a Thousand Words, das ist, haben wir jetzt auch wohl gehört. Und ich merke auch bei mir, wenn ich Bilder poste, dann die Engagement ist sehr hoch, als ich nur einen Link poste oder nur einen Text. Und deshalb, ich versuche auch, alle meine Beiträge auf LinkedIn, Twitter, Instagram selbstständig, aber Facebook auch wirklich alle mit Fotos. Und also verkaufen, das ist auch sehr wichtig. Also wir müssen nicht vergessen, dass wir sind alle hier im B2B und wir müssen Umsätze generieren und Social Media ist auch eine Verkaufsplattform. Was denkst du, wie können wir das balancieren zwischen dieser Added Value und Community Engagement und wie du gesagt hast, etwas zum Beitragen, ja, zum die Gesellschaft, das ist sehr wichtig, und diese Sales-Funktion zu erfüllen, dass wir dann die Targets auch erfüllen. Wie findest Richtig. Du diese Balance? Ja, das ist halt so heute die allgemeine Wandlung, Sales von Gästen, und Messaging oder die Botschaften von Gästen, das haben wir halt als Maßnahmen gehabt. Und ich mache es jetzt schon über 20 Jahre in verschiedenen Bereichen, auch mal so als Quereinsteiger, Gastronomie, Herrenmodegeschäft. In Konstanz habe ich übrigerweise vor 20 Jahren Germanistik studiert. Das ist auch mal für mich eine symbolische Stadt. Jetzt also halt so zu meiner Person. Wenn wir über Sales sprechen, ich meine, die Botschaften, die ich am besten jetzt mal ankommen lasse bei meiner Zielgruppe, meinen Kunden, bei potenziellen Kunden, bei der Zielgruppe, die ich noch nicht kenne, das sind genauso die Informationen von Ausbildung, teilen, Informationen teilen. Keiner muss heutzutage Angst haben, etwas zu teilen, das die Konkurrenz erfährt. Unsere Branche wird so transparent. So oft wir teilen, je mehr wir teilen, desto mehr Mehrwert kreieren wir für die Branche. Desto
desto mehr öffnen wir die Branche, desto mehr wird die Branche auch mal Angst haben, uns gegenüber zu öffnen. Zum Beispiel, wenn ich über meine Schweizer Kunden spreche, das ist auch mal sehr, wie soll ich sagen, speziell, ne? Das, die Schweizer lieben das Wort, dass man halt einfach diese Botschaft auf so eine Art und Weise bringt, ich möchte sie beraten, ich möchte ihnen nichts verkaufen, es geht, erstmal, es hängt von uns ab, vielleicht, wir tauschen uns aus, ich lerne etwas von ihnen, sie lernen etwas von mir, was sich danach ergibt, das ist ja offen, oder? Und da habe ich meine Erfahrung, dass ich da sehr viel mehr Geschäfte generiert habe, als von diesem Approach, kauf mal was. Und das ist einfach so, ich berate, ich erzähle einfach, wie es in der Branche läuft, welches ist, weil ich halt so halt mit vielen Branchen spreche, mit vielen Firmenkunden aus verschiedenen Industrien. Und da gibt es auch mal so halt, was ich auch mal heutzutage auch mal sehr wichtig finde, dass wir auch mal von verschiedenen Industrien lernen, oder? Es geht nicht nur um die Eventindustrie, wir können so viel von der Modeindustrie lernen, wir können so viel von der Bankindustrie lernen und, und. Dass wir da auch mal so diese Botschaft im Kopf behalten, dass wir halt so auf uns auf Beratung konzentrieren, oder? Und dann halt auch mal so uns personalisieren, solange es uns gelingt, unsere Person vorzustellen, nicht anonym zu werden, das ist auch mal sehr wichtig. Es wird noch wichtiger und wichtiger, aber ich glaube, wir sprechen noch drüber, oder? Ja, die Corporate Account. Und wie oft soll man posten dann? Wie viel Mal pro Woche oder Tag postest du auf Instagram? Ja, das ist eine perfekte Frage. Die mag ich am besten. Meiner Meinung nach, das ist natürlich halt je Betrieb, es gibt auch verschiedene Strategien. Meiner Meinung nach, es gibt keine rigide Regel. Es ist schwer, sagt das, wer hat es bestimmt. Es gibt bestimmt verschiedene Tutorials. Man sagt jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten und so weiter. Ich würde das eher halt auf Ihre Strategie, auf die Strategie von Ihrem Marketing- und Salesplan runter scrollen und da halt so das ableiten. Meiner Meinung nach ist es viel, viel besser, einen authentischen Inhalt, Content zu haben, als irgendwelchen Inhalt, damit man halt die Regelmäßigkeit reinbringt. Und dass man halt auch mal so natürlicher bleibt, authentischer, persönlicher, der Kunde wird das schätzen. Die Zielgruppe wird das schätzen. Die wird schätzen, dass sie auch mal vielleicht mal nicht da sind, weil sie keinen passenden Content haben. Ich glaube auch mal ganz fest daran, wenn wir uns jetzt mal die Hotels anschauen, die können in ihren Plan so parallel zu ihrem Sales- und Marketingplan, sie können auch mal diesen Plan für die Post implementieren. Sie haben Events im Haus, sie haben regelmäßige Events in der Destination. Sie können uns auch mal darauf vorbereiten. Da sprechen wir wiederum im Event-Design. Da sprechen wir vor dem Event, während dem Event. Sammelt eure Informationen, sammelt eure Events, macht die Dokumentation. Lasst die Dokumentation oder diese Post nochmal einfließen in einem Jahr, in zwei Jahren, je nach Bedarf, je nach Ihrem Plan. Das ist jetzt am besten, kann man das mit Revenue besprechen. Das ist die Idee, jetzt mal eine ganz konkrete Idee. Revenue sieht das, welche Events in der Destination sind. Wie kann man auch mal das ganze Publikum darauf vorbereiten? Und da kann man das auch mal selbst stimmen. Es gibt so viel Inhalt, dass er postet könnte. Aber je nach Power, Manpower in eurem Betrieb. Ich versuche einmal pro Tag zu posten, auf Instagram und auf LinkedIn auch. Und Twitter habe ich jeden Montag einen Twitter-Chat und dann läuft die Discussion dann die nächsten zwei Tage. So ist ungefähr meine Strategie. Wir haben sehr verschiedene Strategien. Ja, genau. Ich weiß, dass Natalia, sie macht ganz schöne Edits auf ihre Fotos auf Instagram. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie man schöne Fotos auf Instagram machen kann. Ja, es ist auch mal so ein bisschen so mein Vorteil, sowohl mein Vorteil als auch Nachteil. Ich bin nicht so schnell wie Irina. Irina ist natürlich viel regelmäßiger. Mein Schwerpunkt liegt sehr stark auf Ästhetik. Ich wohne auch im Land, wo viele Kulturen auch mal sehr schätzen, so ästhetischen Anteil, oder? Und wenn ich also meine Post bearbeite, dann nutze ich, da gibt es so viele Tutorials, da braucht man nicht so viel zu investieren. Es gibt auf YouTube, wenn Sie das eingeben, das kann man in Ihren Teams immer so begeisterte
Persönlichkeiten, Mitarbeiter finden, die das auch mal gerne machen, die das gerne privat machen, die das gerne auch mal im Betrieb übernehmen werden. Es gibt verschiedene Programme, die Ihnen helfen, so die Fotos zu editen. Da gibt es auch mal so verschiedene Introductions oder Einführungen, Instruktionen dazu, wie man das am besten macht. Und ich würde so halt euch allen empfehlen, so ein bisschen halt mindestens so ein Basic Editing dazu machen. Wenn wir uns jetzt mal mit den anderen Industrien vergleichen, oder? Und ich sage es immer so halt als Beispiel, hey, da sitzt Mary at Swimmingpool, ne? So im Punkt Ort A, dann sitzt sie am Punkt B, sitzt sie am Punkt C, sammelt Tausende von Likes. Hunderttausende von Likes. Und da postet unsere Industrie die interessanteste, die spannendste Industrie auf der Welt. Und da haben wir einfach so nicht mal so diese Basics-Regeln einfließen lassen in unsere Strategie, in unsere Strukturen. Und da ist halt das Interesse, Engagement wiederum, das ist, wenn ich das auf Deutsch übersetze, klingt das vielleicht mal nicht so schön, Involviertheit, da ist das nicht so groß. Wir müssen auch mal unsere Industrie, das ist meine ernsthafte Überzeugung, für ein breiteres Publikum encoden lassen, beliebter machen, schöner machen. Vielleicht sind das Vanilla Pieces, das ist halt so ein Begriff, so halt ein ganz moderner Begriff, das ist halt so Sweet Pieces of Inhalt, das ist vielleicht mal nicht so diesen informativen Inhalt, aber halt zieht die Aufmerksamkeit an. Da mache ich diesen Kompromiss, da gehe ich halt so auf das Level von diesem Vanilla-Piece und poste das, ja, was das Publikum will. Ja, also Editing habe ich auch so, also ich habe in 2011 angefangen, ich glaube vielleicht 2013 habe ich erst angefangen mit so Edits zu machen, und das ist sehr, sehr wichtig, also dass die Fotos sehr attraktiv und ästhetisch sind, und das geht zurück zu, was Gerrit erwähnt hat über Visualisierung, dass unsere Branche ist sehr visuell und die Kunden morgen das. Jetzt habe ich eine Frage. Wer hat vor dieser Veranstaltung etwas online gepostet, dass er hier bei Jederhaus Marketing Branchentreff heute ist? Nicht so viele. Und ja, das ist, wir denken, Natalia und ich, das ist sehr wichtig, wirklich die Kunden auf diese Online-Journey zu mitnehmen und sagen, okay, am 10. Oktober, wir sind da in Konstanz, wir freuen uns, euch zu treffen, und wir sind dabei, unsere Partner sind dabei, wir haben einen Stand, hier ist ein Link, falls ihr Fragen habt oder vorbeikommen, kommen wollt, dann gerne. Es ist sehr, sehr wichtig, diese Aufmerksamkeit schon vor der Veranstaltung zu generieren. Und hat jemand schon gepostet, dass er hier ist? Mhm. Schon besser. Das ist auch eine super Möglichkeit, wirklich dieses Interesse weiter zu erwecken und eure Kunden zeigen, dass sie aktiv sind und engagiert und in der Branche involviert, dass sie Neuigkeiten haben, dass sie zum Beispiel ein neues Produkt oder eine Hoteleröffnung haben oder eine neue Kunde gewonnen haben. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Kunden zu zeigen, dass diese Präsenz, und auf jeden Fall nach der Veranstaltung, das ist auch sehr, sehr wichtig, alles zu posten, was es hier passiert ist, und dann, wie Natalia erwähnt hat, nicht einfach sagen, it was amazing, it was great, great networking. Das ist, ich sehe alles immer die gleiche Post, great engagement. Aber was war great? Warum war das so amazing? Was für Networking war da? Und das, also ich war nicht bei dieser Veranstaltung, und ich will diese Need haben, ja? Also was habt ihr über Event Design heute besprochen? Was waren 1, 2, 3 Takeaways, dass man kann sagen, oh wow, okay, das kann ich auch machen, das will ich machen, und diese Veranstaltung war so toll, und vielleicht komme ich zu die nächste Veranstaltung. Das ist sehr wichtig, und kommen dann zu diesem Engagement und Practicality. Was denkst du, Natalia, was sollen heute die Aussteller und die Teilnehmer von dieser Veranstaltung heute posten?
Ja, das haben wir schon mit dir angefangen. Das ist ja genauso auch mal so diese Erfahrung. Ich bin langsamer. Okay, ich habe auch mal keinen Post kreiert, aber ich habe gesehen, so Irina hat über uns gepostet und ich habe das gleich mal geteilt, oder? Und es ist auch mal sehr wichtig, dass wir auch mal so über unsere Kollegen, so halt über alle, dass wir das teilen, dass wir auch mal so dieses Community-Geist kreieren, oder? Dass wir auch mal so unsere Kollegen vorstellen, so den Veranstalter Elias Marketing. So machen wir eigentlich so dieses Word of Mouth, ne? Also die Mundpropaganda weiter. Vielleicht ist es so gewesen, ihr habt etwas gelernt, dann möchtet ihr es auch gerne halt dem breiteren Publikum weitergeben, damit das auch mal nächstes Mal, damit auch mal noch ihre Kollegen noch mal dazu kommen und auch mal das lernen. Genau so lernen sie von ihren Kollegen, hey, das ist auch aber eine gute Veranstaltung. Wenn sie auch mal so einen Inhalt sehen, das ihnen sagt, das muss ich unbedingt lernen, oder? Müssen sie das auch als Bumerang ihren Kollegen zurückgeben, oder? Weil sie auch mal so diese Information brauchen. Und das ist jetzt mal so heute, ich habe Irina geteilt jetzt mit zu deiner Frage, so halt über sie auch mal Information. Ich habe auch mal das Video geteilt, das Irina gemacht hat. Es geht nicht darum, dass sie etwas selber kreieren können. Vielleicht finden sie den Inhalt von den anderen auch gut. Einfach teilen, einfach so dieses Gefühl von Community kreieren. Das Community, das wird mehr und mehr an Bedeutung nehmen. In den Sharing is caring. Yes, das ist einer von den beliebtesten Hashtags. Wenn ihr das auf Instagram anschaut, sharing is caring, ist number one or two. Yes. Ich habe mein gesamtes Geschäftsmodell auf Social Media aufgebaut und ich glaube sehr, sehr stark, dass man keine neuen Kunden auf Social Media akquirieren kann. Mhm. Was denkst du dazu, Natalia? Wie kann man das machen? Oder denkst du als Eventmanager, Aussteller, solltest du die Kunden akquirieren oder die Kunden kommen zu dir, weil sie dein Content sehen? Ich glaube, das ist sehr, funktioniert sowohl in der Richtung als auch in der anderen Richtung. Das ist ja beides. Die Hauptsache, dass man engaged bleibt, ne? Dass man halt interessiert bleibt, dass man auch mal Informationen weiterteilt, dass man auch mal dem Publikum interessant bleibt. Wenn sie gute Informationen weiterteilen, wenn sie auch mal gute Posts posten, da werden sie auch mal so verfolgt von ihren Kollegen, wird es gelesen. Und das Engagement, was ich mache, es ist auch auf LinkedIn sehr wichtig, auch mal wenn sie heutzutage selber keine Posts haben oder sie probieren das halt aus oder sie wagen es nicht. Das geht allen ähnlich am Anfang. Dann versuchen sie mal die Post, die sie ansprechen, die ihnen gefallen, die für sie wichtig sind, auch mal vom Professionellen her zu kommentieren. Das ist viel leichter. Das werden wahrscheinlich die ersten Schritte von ihnen sein. Wenn sie diese ersten Schritte gemacht haben, und das ist auch Hashtags, das ist ein geniales Mittel. Über Hashtags auf Instagram finden sie auch mal so die neuen Kollegen, erweitern ihr Netzwerk, finden sie auch mal Leute aus ihrer Branche, die vielleicht mal nicht in ihrem Land wohnen, wo sie halt ein ziemlich geschlossenes Netzwerk haben, aber die leben irgendwo in den United States. Ich habe ein paar Accounts, die ich mit hohem Interesse verfolge, die auch mal sehr gut Event-Design, die ganzen Prinzipien visualisieren können und Engagement, alles. Und das findet man durch die Hashtags. Folgt, macht das Followers oder verfolgt gewisse Hashtags, die für ihre Branche interessant sind. Finden Sie da auf Recent Posts, vielleicht mal Recent, oder wie sagt man so, die letzten Posts, finden Sie da halt so die Posts, die für Sie interessant sind. Schreiben Sie einen Comment, partizipieren Sie, treten Sie ins Gespräch. So entstehen wirklich so tolle Partnerschaften. So entsteht das Sales von heutzutage. Es wird mehr und mehr sein. Dass das Sales immer halt online, aber vergesst bitte nicht offline. Da habe ich ein ganz lustiges Beispiel von heute. Ist das halt hier in der Nähe, ist eine große Baustelle, oder? Da bin ich von Zürich gefahren, war alles zu, mein Navi ist verrückt geworden, hat mich geführt 10 Minuten, es hat keinen Weg gefunden. Es hat gesagt, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Das war Online-Präsenz, ne, weil ich online, habe ich die Scheibe drunter gemacht, da habe ich eine Lady so einfach so, also kennen Sie sich hier aus, mein Navi findet das nicht. Habe ich sie gefragt, sie hat mir so einfach 2, 3 Direktionen gegeben, in 10 Minuten war ich da. Das ist einfach so, also diese, vielleicht ist es eine Metapher, das müsst ihr jetzt mal nicht so wörtlich nehmen, aber es ist die Metapher, dass man halt
ist einfach von dieser Online in Offline. Geht auch mit Netzwerken, wie wir heute gemacht haben. Wir haben uns auch mal so quasi online kennengelernt, oder? Aber so geht man so auch mal so in diese Offline und lernt man auch mal die Leute kennen. Jetzt ist vielleicht das dritte Mal, dass wir uns treffen, aber wir kennen uns schon seit 2 Jahren. Aber wir sind, also man fühlt sich wie, wir sind so immer im Kontakt. Genau. Durch das, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass wir Offline-Leute sind. Das sieht man jetzt mal mehr und mehr bei den Firmen, bei den großen Firmen, die wiederum von den Videokonferenzen, vor 3, 5 Jahren habe ich gehört, oh, wir sparen uns Videokonferenzen. Jetzt ist die Entwicklung, ist genauso das Gegenteil. Jetzt sagen, jetzt müssen wir uns sehen, jetzt müssen wir uns treffen, jetzt habe ich gestern eine kurze Rede gehalten, so Finanzleute, Community-Meetup. Das sind so Leute, die auch mal sehr stark online leben und sie müssen sich auch mal treffen, müssen sich ausstatten. Es ging um Software für Finanzsektor. Ne? Aber sie haben auch mal Bedarf, sich zu sehen und sich auch mal menschlich auszutauschen. Von daher, diese Plattformen, die euch dienen, nicht umgekehrt. So manchmal hat man das Gefühl, wir dienen den Plattformen, oder? Und sie spielen uns, wie sie wollen. Aber es ist genau das Gegenteil.